Mitteilung. Eine Blackbox, in der Verurteilte dann Willkür hilflos ausgeliefert sind. Wer oder was ist hier eigentlich verrückt? Michael Haselrieder leuchtet eine der finstersten Ecken unseres Rechtsstaats aus. 7 Jahre war Ilona Haselbauer hier gefangen, in der geschlossenen Psychiatrie im bayerischen Taufkirchen. Seit August ist sie wieder frei. Ein Gericht entschied, dass sie viel zu lange eingesperrt war. Zum ersten Mal kehrt sie zurück. Ich merke, dass mir die Vergangenheit einholt und dass ich jetzt Klopfen habe. Und ich war das erste Vierteljahr im Isolationszimmer eingesperrt, ohne Hofgang, 24 Stunden am Tag, ohne Kontakt zu anderen. Und das war schon brutal. Ja. Dass sie wieder frei ist, verdankt sie auch Nina Hagen. Die Künstlerin hat ihren Fall öffentlich gemacht und sich für die Entlassung eingesetzt. Jetzt treten sie gemeinsam auf. Nina Hagen trägt die Gedichte vor, die Ilona Haselbauer in der Psychiatrie geschrieben hat. Noch ist der Opfer nicht genug, Nägel in die Psyche gejagt, gemartert und geplagt. Ihre Leidensgeschichte beginnt vor fast 10 Jahren. Ilona Haselbauer soll ihre Nachbarin mit einem Einkaufswagen angefahren haben. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung wird sie zu 4 Monaten Haft verurteilt. Doch ins Gefängnis kommt sie nie. Ein Gerichtsgutachter attestiert ihr wahnhafte Störungen und erklärt sie für gemeingefährlich. Ilona Haselbauer verschwindet 7 Jahre in der Psychiatrie, bis Nina Hagen auf sie aufmerksam wird. Die Nina hat mir ein Stück weit meine Menschenwürde zurückgegeben, seit sie mit mir Kontakt aufgenommen hat. Und Hoffnung, also vor allem das Gefühl, dass ich doch ein normaler Mensch bin. Ja, allerdings. Was ihr hinter diesen Mauern in der Psychiatrie angetan wurde, kann die 58-Jährige nie vergessen. Es war im Sommer 2013. Ilona Haselbauer will bei einem Pfleger Besucher anmelden. Es kommt zum Streit. Sie weigert sich, zurück in ihr Zimmer zu gehen. Dann hat er Alarm gegeben und die haben mich dann auf den Boden niedergerungen, an Armen und Beinen gepackt und weggeschleppt. Ilona Haselbauer wird fixiert, 25 Stunden am Bett festgeschnallt. Der Schmerz breitet sich dann im ganzen Körper aus. Und das ist ganz schlimm, wenn man sich nicht bewegen kann, diese Ohnmacht. Sie nässt sich ein, weil sie nicht zur Toilette kann. Wir fragen nach bei der Klinik in Taufkirchen. Der damals verantwortliche ärztliche Direktor verteidigt sich. Wir sind diejenigen, die in dieser Forensik, wenn Sie so wollen, aus therapeutischen Gründen das Sagen haben. Wenn eine Anordnung getroffen wird, bitte verlassen Sie den Raum und es wird körperliche Gegenwehr geleistet, dann ist es unser gutes Recht, uns dagegen zu wehren. Und das ist in der Klinik in der Vergangenheit häufiger passiert. Eine Patientin ist 60 Tage fixiert worden. Dieser Fall ist gerichtsmäßig. Da laufen Ermittlungen auch gegen mich. Wir haben dazu jetzt bei Gericht eine Stellungnahme abgegeben. Halten Sie das denn mit den Menschenrechten für vereinbar, so lange Fixierungszeiträume? Ich halte das dann für vereinbar, wenn es keine Alternative gibt. In Bayern hat die politische Aufsicht über die geschlossene Psychiatrie Sozialministerin Emilia Müller. Ein lang angefragtes Interview sagt sie ab. Keine Zeit. Wir versuchen es trotzdem. Frau Müller, darf ich Sie ganz kurz frontal 21 zur Unterbringung in der Psychiatrie? Haben wir gesagt. Schriftlich bestätigt uns Ihr Ministerium die langen Fixierungen. Man arbeite an einem Gesetz, das die Dauer künftig auf 24 Stunden begrenzen soll. Der Aufenthalt in der Zwangspsychiatrie, er betrifft immer mehr Menschen. Das zeigen die Daten für die alten Bundesländer.